Ganz. Sloan ist doch gar nicht mehr. Warum sagt ihr das jetzt? Oder ist das jetzt das Standardprozedere, was du hier zu hören kriegst? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist das hier ganz komisch. Wirklich ganz, ganz komisch. Die Slums verlassen, bitte, ja. Ich bitte drum. Wir müssen nach... Was war das? Aya? Oder Eladen? Eins von beiden war es. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was war. Zur Tempest. Wir müssen auf jeden Fall noch nach Aya. Da diese letzte Zutat besorgen. Da haben wir ja auch noch ein paar Quests offen. Und wenn ich jetzt auf der Tempest bin, kann ich auch mal gerade mit Sam reden. Für Drags Mission. Dass wir das jetzt... Oder ich mache jetzt erstmal Peeby zu Ende. Eins von beiden auf jeden Fall. Oder ich mache lieber erstmal Peeby. Eins nach dem anderen machen. Dann kommst du auch nicht durcheinander. Machen wir lieber das. Willkommen zurück. Dankeschön. Zu dem Ort auf... Wir reden erstmal mit Sam. Ansonsten vergesse ich das wieder. Hui. Mit Sam auf der Tempest reden. Pathfinder, ich habe in dem Sicherheitsvideo von Svenda eine Spur entdeckt, der wir nachgehen könnten. Was hast du rausgefunden? Ich aktualisiere ihr System mit dem entsprechenden NAV-Punkt. Spenders Verbindung... Really? Kedara? Das kann doch jetzt nicht wirklich euer Ernst sein. Mann, ein Glück, dass ich hier nochmal nachgeguckt habe. Halleluja. Spenders Verbindung nach Kedara untersuchen. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, wir sind noch ein bisschen hier auf Kedara unterwegs. Ganz unvoreingenommen, möchte ich meinen. Aber... Uns bleibt Kedara scheinbar noch ein bisschen erhalten. Mehr oder weniger. Da, 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 da. Sind jetzt im Orbit von Kedara. Architektenhülle. Kedara. Hä? Okay. Orte einen Reliktarchitekten. Der, den wir bekämpft haben, ist im Orbit gelandet? Erstaunlich. Analyse. Die Direktiven der Programmierung dieses Reliktarchitekten. Was ist denn das da unten für ein Flackern? Wurden außer Kraft gesetzt. Es befindet sich in einem orbitalen Standby-Modus und bleibt an seinem Heimatplaneten Kedara gebunden. Die Panzerung des Architekten deutet auf mehrere Selbstreparaturen aufgrund von Schäden durch Schwefelsäure hin. Laut den Signalmustern überwacht er irgendwie das Grundwasser von Kedara. Ganz ehrlich? Ich guck demnächst mal noch die anderen Planeten nach. Ich wollte ja sowieso zum Beispiel zu dem Eisplaneten zurück, weil da habe ich ja, glaube ich, die Truhe vergessen. Dann können wir auch mal gucken, ob die da in dem Orbit rumflattern. Dann hat sich meine Frage ja schon sowieso erübrigt. Komischerweise. Aber cool finde ich, dass das nochmal 60 Reliktforschung gibt. Das macht das Ganze so ein bisschen einfacher für mich. So, Nakmor Drag. Nicht zur Tempest. Es geht los. Ich meine, da müssen wir sogar noch nicht mal tauschen. Wir haben ja Drag immerhin dabei. Da-da-da-di. Und ich meine, er hat immerhin 14 Punkte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber ich finde es schade, dass wir jetzt nicht mehr mit Reyes oder so richtig reden können. Dass das einfach nur das Standardprozedere von dem ist. Finde ich ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr mitmachen können, aber gut. Ich hätte ja auch niemals damit gedacht, dass plötzlich so eine feste Beziehung daraus besteht, weil ich hier irgendwie so ein bisschen... Spaß hatte, sag ich mal.
Hier muss ich nur geradeaus fahren. Hier müsste ich ein bisschen Kurven fahren. Komm, wir fahren hier hin. Sieht zwar ein bisschen weiter aus, aber das wird schon. Da bin ich ja froh, dass wir Kedera noch nicht verlassen haben. Was für ein Glück. So. Glauben Sie, Cash hat Sie belogen? Nein, dafür ist sie nicht der Typ. Ich bin ziemlich sicher, dass keiner von uns wirklich wusste, worauf wir uns da einlassen. Gelackmeiert. Hübsches Wort. Ja, das habe ich von Sid. Sie steht auf dieses merkwürdige alte Zeug der Menschen. Auch ein guter Name für einen Drink. Der Gelackmeierte. Ich würde ihn probieren. Gelackmeiert. Das Wort habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Gelackmeiert. Wenn Sie Schrotthorten, gehören diese Gesetzlosen keiner Gruppierung an. Ui. Bleiben Sie also wachsam. Ui. Habe ich nur das Gefühl oder fahren wir einfach übelst schnell hier rum? Das ist der Ort aus dem Video mit Svenda, Pathfinder. Fahrzeugabwehrminen voraus. Wir sollten zu Fuß weitergehen. Gesetzlose. Vielleicht Freunde von Svenda? Das wird lustig. Sperrmine. Kann man da drauf schießen und dann passiert was? Wie cool. Ohne meinen Scanner gehe ich hier nicht weiter vorwärts. Oje, wir haben Besuch. Das ist kein Besuch. Das ist der Pathfinder. Svenda muss gequatscht haben. Verschwinden wir von hier. Schnell, ins Schatten. Nein, 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 nein. Beeilung. Was zum... Nein, nein, nein. Warte. Warte auf uns. Der Bastard hat uns einfach zurückgelassen. Hast du was anderes erwartet? Er ist in den Berg geflogen. Er ist tot. Houston, das ist gar nicht gut. Ich glaube, wir gehen jetzt am besten einfach nur an den Bomben vor. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Nein! Ich wollte... Oh, das war schön, oder? Kommt schon, Leute, das war schön. Ich sehe, da ist noch einer. Boom! Oh, das knackt richtig, wenn das einschlägt. Immer schön auf die Bomben achten. Ich habe keine Lust, hier zu sterben wegen irgendwelchen Minen. Die wissen, dass ich komme. Aber die wissen nicht, wo. Junge, 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 das ist ja hier wie Tontauben schießen. Machen wir zuerst den Knaben. So. Riecht ihr das? Den frischen Duft von verteilter Hirnmasse am Morgen? Ja, gut, okay, das klang ein bisschen übertrieben. Will ich den Adi da auch noch platt machen? Komm. Wir brauchen... Das Shuttle ist ohne sie gestartet. Was machen wir jetzt? Kämpfen, schätze ich. Ist das irgendwie unfair oder Bug nutzen? Ich wollte natürlich dieses Achievement haben, ne? Das ist ja wohl so sonnenklar. Weißt du, es gibt Verstecke, die lohnen sich, mein Freund, ja?
Und es gibt dann Verstecke wie deines. Die lohnen sich mal überhaupt nicht. Ah, ist das schön. Quasi kampflos. Was bekommen? Habe ich im Übrigen schon gesagt, wie sehr ich diese Sniper feiere? Die hat so einen richtig schönen Bums. Schwer gepanzerter Nahkämpfer, der einen biotischen Schild einsetzt und versucht, den Feind zu flankieren. Ich wusste gar nicht, dass ich die jetzt auch... Ja, ich weiß, dass hier was gescannt werden kann. Lass mich doch bitte noch hier rein. So. Was haben wir da? Initiative Kerntech? Ist hier noch was? In der Mülltonne. So. Munition. Und Leben. Vor allen Dingen Leben. Ich habe es vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Ist hier oben noch irgendwas Schönes? Ich würde sagen, nein. Jack, wir können wieder runter. So, untersuchen. William Spender an von verborgen. Hallo Spender, wir haben Ihre Vorräte erhalten, aber ich weiß nicht, wie wir damit weiterhin Druck auf die Kroganer ausüben sollen. Es ist nur die Hälfte von dem, was Sie zugesagt hatten. Sollen wir sie etwa mit Essensrationen bewerfen? Ich habe langsam den Eindruck, es war keine gute Idee, Ihnen zu vertrauen. Haben Sie überhaupt den Scrambler benutzt, den ich Ihnen gegeben habe? Ich wette, er liegt irgendwo in Ihrem Quartier herum. Sie haben einen Titel, das bedeutet Macht. Setzen Sie ihn ein. Aruane. Spender hat also Waren von der Nexus zu diesen Exilanten geschmuggelt. Warum? Dieser Arrow scheint wegen irgendetwas besorgt zu sein, das in Spenders Quartier auf der Nexus versteckt ist. Arrow, mit dem Betrüger bin ich schon mal aneinander gerannt. Was hat er mit Spender zu schaffen? In dem Datenpad wird ein Scrambler erwähnt. Er würde den Zustand der Datei in den Sicherheitsarchiven erklären. Ich empfehle Ihnen dringend, ihn sicherzustellen. Wir müssen also nur den Scrambler finden. Dann ist Spender geliefert. Alles klar. Okay. Das heißt, wir müssen zurück auf die Nexus. Aber hier ist noch so ein Erz, was wir finden müssen. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Da. So, Codex-Eintrag. Haben wir auch noch ein bisschen Elysium. Ja, dann würde ich sagen, geht's zurück zur Nexus. Was ist denn hier jetzt schon wieder? Steine klopfen, schon wieder. Zu den Kedera-Slums. Ja. Zack. Immer muss man alles mit der Leertaste machen. Okay, dann geht's jetzt aber an Pibis Mission. Da hänge ich ja schon viel zu lange dran. Ich wollte ja eigentlich heute schon fertig gemacht haben, aber ständig kam mir was dazwischen. Naja, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich erst die Seuche machen. Schade natürlich, dass wir die... Aber die war ja eh infiziert. Ich glaube, die hätten wir gar nicht retten können. Und wenn doch, dann habe ich mich falsch entschieden. Dann tut's mir leid. Dann habe ich das falsch verstanden. Aber man muss es mal so sehen. Jetzt ist keine Probe von diesem Virus mehr im Umlauf. Und ich hoffe, damit sind wir dann so ein bisschen gerettet. Zur Tempest. Ich glaube, wir können auch noch ein paar Sachen abholen. Müssen wir mal schauen. Gib Gummi! Njum. Ich
glaube, wenn du das so oft machst, wie so ein Raumschiff, ist das wie für uns auf einer Autobahn auffahren. Einfach, ist Standard. Alle Systeme im grünen Bereich. Zumindest ist das gefühlt so. So. Spenders Kabine in einem Scrambler durch. ALPs. Woher wusste ich das? Alle Belohnungen. Tech-Mineralienlieferung, Credits. Es wäre schön, wenn ich noch irgendwie ein paar zusätzliche... Warte mal. E? Nee, nicht E. J war das. J. Ich verwechsel das immer. Nackmore Drag. Wir machen aber jetzt... Pibi! Hinweise. Jetzt haben wir jegliche Archen gefunden, bis auf die Salarianischen. Und ich habe einfach keine Ahnung, wo ich jetzt noch suchen soll. So. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Nach Völd müssen wir auf jeden Fall. Soll ich das jetzt zuerst machen oder soll ich Pibi machen? Mit Eladen. Wir machen zuerst Völd. Aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, für einen so ein Ding danach dahin zu fliegen. Oder ob das ein bisschen over the top ist. Ich weiß es nicht. Wir gucken auf jeden Fall erstmal auf Welt, ob da der... Beginne mit dem Anflug. Njung. Jetzt schauen wir mal, ob der Architekt da auch noch ist. Einfach nur... Forward Orbit ist stabil. Fürwahr, Architektenhülle auf Welt. Orte einen Reliktarchitekten. Die Direktiven der Programmierung dieses Reliktarchitekten wurden außer Kraft gesetzt. Er befindet sich in einem orbitalen Standby-Modus und bleibt an seinen Heimatplaneten Welt gebunden. Dank des besseren Überblicks aus dieser Position sind eindeutig kleinere Beschädigungen erkennbar, die durch den beständigen Frost Wechselzyklus in einer feuchten Umgebung verursacht worden. Mehrere Systeme scheinen ihre Instandsetzung zu fordern. Okay, das heißt, meine Frage ist damit schon beantwortet gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es... Ach komm, wir sind einmal hier. Wir beeilen uns einfach, gehen zu der Kiste, wenn die noch da ist und holen. Wenn sie nicht da ist... Nähern uns der LZ. Wenn sie denn wirklich nicht da sein sollte, dann habe ich die wirklich schon gelootet. Wenn sie da sein sollte, dann haben wir ein paar Reliktkerne gewonnen. Hat ja auch was. Ich meine schon allein dafür, dass wir jetzt nochmal 60 Reliktpunkte gekriegt haben, hat es sich ja schon für uns quasi gelohnt. Jetzt müsste ich nur... Eine Art Wachposten. Wo war der jetzt nochmal? Oh Gott, wie viele Quests haben wir denn hier offen? Cat-Basis, nein, das war's nicht. Mineralien-Scan? Mineralien, alles Mineralien, oder? Ja, alles Mineralien. Das zeigt er mir gar nicht an. Das auch nicht. Wo war jetzt nochmal der... Wo war der jetzt?
Verdammt. Hä? Moment. Halleluja. Ich habe keine Ahnung, wo der war. War der da? War der da? Nee, da waren wir ja noch nicht. Warte. Element Zero? Ich habe gerade keine Ahnung, wirklich nicht. Wir gehen erstmal dahin, weil da ist eine Quest. Ich weiß gerade wirklich nicht, was das ist. Vielleicht habe ich mich da auch nur in irgendwas verstrickt, keine Ahnung.